Wenn man mit Anfang 20 schon so viel erlebt und erreicht hat, wie andere Menschen das ganze Leben nicht, was macht man denn mit dem Rest des Lebens? Heute ist Martina Hingis 40, eine der grössten Tennisspielerinnen, die die Welt je gesehen hat. Und beantworten wir die Frage, hoffentlich, jetzt bei Menschenrohr. Was für eine Ehre, eine der allergrössten Tennisspielerinnen der Welt in meiner Fernsehstube, sage ich jetzt einmal. Herzlich willkommen, Martina Hingis. Ja, merci, dass ich da sein darf. Wie geht's? Sehr gut, danke. Du strahlst. Ja, den Umständen entsprechend geht es mir gut. Ja, was sind denn die Umstände, die machen, dass es dir gut geht? Ich glaube, das ist für alle eine schwierige Situation, ja. Wenn man schon Ende Februar denkt, dass man da ein bisschen eingesperrt ist. Aber es geht allen ein bisschen ähnlich. Was machst du in dieser eingesperrten Zeit? Wie darfst du dein Leben verbringen, also den ganzen Alltag, als junge Mutter, die du bist, als Reiterin passionierte, die du bist? Ja, zum Glück darf ich alle meine zwei Passionen ja ausleben. Es ist immer noch in das Tennisspielen dürfen wir, weil wir 5 Kids haben, die unter 16 sind. Mhm. Also in der Tennishalle von der Mutter bin ich immer noch 2-3 Mal in der Woche tätig und das macht mir weiterhin sehr viel Spass, weil die kleinen Verbesserungen sind immer da, aber es wird langsam schwieriger, auch sie zu motivieren und zu pushen, weil ja, man lebt ein bisschen ziel- und planlos. Man weiß nicht, was die nächsten grossen Sachen sind. Jetzt wären natürlich Schweizer Meisterschaften gewesen, weiss man auch nicht immer, ja, wann, wie, wo, was. Und ja, von dem her, aber ich darf reiten und ich darf Tennis spielen. Das geht mir eigentlich gut. Und du bist Mutter? Ja, das eine ist eine junge Mutter. Wie geht das? Ja, Herausforderung, denke ich. Das ist immer für jede Mutter eine neue Aufgabe. Und, was ist die Herausforderung? Ja, jeden Tag etwas Neues. Erzähl mal, was erlebst du mit der Lia? Die Lia ist jetzt ja bald 2. Genau, also kann man sagen, dass jeden Tag ein bisschen ein neuer Furz, oder? Mal wird sie die Jacke nicht anlegen, mal das, mal Kappen, mal jetzt Händchen, wenn so viel Schnee ist. Aber nein, wir haben jetzt gestern auch einen Schnee mal bauen. Also es ist Hammer, dass man so einen Winter hat wie jetzt. Aber ja, wir geniessen es auch, können draussen sein und wir gehen sicher 2-mal am Tag auch raus und ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Sauerstoff tanken und das ist auch sehr wichtig. Wie bist du als Mutter? Bist du eine geduldige Mutter, eine ungeduldige, eine strenge Mutter, eine liebe Mutter? Ja, zum Glück habe ich viel Unterstützung, natürlich auch von meiner Mutter. Und dass ich eben mal eine Stunde, zwei verschwinden und kann eben reiten und so ein bisschen lüften. Ja, das brauche ich. Ohne das wäre es, denke ich, schwierig. Aber ja, ich habe natürlich auch ein sehr privilegiertes Leben gehabt. Und 40 Wochen im Jahr bin ich unterwegs und alles, die ganze Welt hat sich um mich gedreht. Mhm. Und jetzt ist natürlich alles der Fokus auf die Lia. Und von dem her bin ich schon dankbar, dass ich die Zeit auch für mich wieder nutzen darf und mit frischer Energie wieder an die Lia darf. Fehlt dir das ein bisschen, dass die ganze Welt sich um dich dreht und jetzt halt um die Tochter sich dreht? Nicht in dem Sinn, dass es um sie dreht. Ja, ich bin ja happy, wenn sie zufrieden ist und glücklich ist, oder? Und all die Sachen, und wir gehen gerne zusammen einfach Bob fahren, verschiedene Sachen, Tierli schauen. Wir sind schon ein paar Mal in Goldau und irgendwie im Tierpark, in Zoo und all die Sachen. Und das tägliche Lächeln, das gibt mir sehr viel, oder? Mhm. Aber es ist die Welt im Moment, wo für mich auch stillgestanden ist. Und es ist eigentlich die Entertainment, die Showwelt, wo seit einem Jahr eigentlich sehr schwierig ist, der Zugang, weil alles geschlossen ist, oder? Und ja, die dreht sich ja weiter, aber ohne Zuschauer, man darf nicht hin. Ich wäre jetzt auch in Paris oder in Wimbledon und auch gespielt oder mindestens zuschauen. Mhm. Und das ist jetzt sicher ein bisschen, manchmal fällt einem auch die Decke auf den Kopf, aber ich sage immer noch, man jammert auf sehr hohem Level. Und jetzt hast du mir immer noch nicht erzählt, was für eine Mutter du bist. Du hast nur gesagt, dass du weg darfst jeden Tag. Nein, in dem Sinne, dass ich eben ab und zu weg, dann denke ich, hat man wieder mehr Energie und auch mehr Geduld, oder? Und das braucht man ja auch, weil, dass man da halt nicht die Sache so streng anpackt, aber man versucht schon auch, die Limiten zu setzen. Also bist du eine strenge Mutter in dem Fall? Ja, ich versuche auf, ich glaube, man muss dem Kind immer einen Schritt voraus sein, sagen wir so. Man kann es immer ein bisschen umgehen oder umlisten. Das versuche ich. Dass es halt irgendwie, klar gibt es mal, wenn sie halt umgeht und Sachen, wo sie halt wieder gerne macht und überlisten kannst, oder? Sagen wir mal, wenn sie halt nicht essen will, das ist manchmal so ein Thema mit ihrer Esserei, oder? Da tun wir halt mittlerweile auch so eine, eben haben wir das Telefon oder das iPad oder irgendwie den Fernseher einschalten, damit das alles ein bisschen umgehen kann, oder? Und kritische Szenen kann umgehen. Bist du bessere Mutter oder bessere Tennisspielerin? Was denkst du?
Gut, auf dem Tennisplatz habe ich immer gewusst, was ich zu tun habe. Auch wenn es mal auf und ab gegangen ist. Ich habe das Moment gespürt, ich habe gewusst, was zu tun ist. Mhm. Ich meine, das ist meine Lebensausbildung, Lebenserfahrung gewesen, die ich seit 30 Jahren, 35 Jahren habe. Und als Mutter ist mein zweites Jahr. Du hast ja nicht so viel Erfahrung. Nein, das kann, und ich schätze auch die Erfahrung von meiner Mutter oder eben die Hilfe muss man einfach annehmen und ich will sie auch annehmen und ja, manchmal ist ja Kritik sicher hart, aber auch von der Kleinen her muss man das auch, ja, man lernt jeden Tag dazu, sagen wir so. Mhm. Wie war denn deine Mutter mit dir gewesen, als du in dem Alter gewesen bist? Man hat immer gesagt, also deine Mutter war eine strenge Mutter gewesen, darum bist du so erfolgreich gewesen. Oh, zwei, dreijährig, da kann ich mich heilig kaum daran erinnern. Ich glaube, die ersten Erinnerungen kommen erst mit 5, 6 oder später auch vom Tennis her, aber ja, gut, ich hab's natürlich, als Kind haben wir es immer sehr streng im Hinterkopf, oder? Aber es ist auch eine andere Generation gewesen und es ist eine andere Welt heutzutage. Mhm. Also, wenn man das mal über die Finger bekommen hat und so, das ist eigentlich, ja, oder wenn man irgendetwas nicht hat, also, gemacht hat, wo man nicht hätte sollen oder nicht dürfen, dann ist der Finger schneller mal da oben gewesen. Aber gut, das mache ich mit der Lia auch. Irgendwo muss auch Grenzen setzen. Aber, ja, sicher nicht mehr, die physische Strafe gibt's eigentlich heute nicht mehr, ja. Und das hast du erlebt, aber? Gut, ich habe es vielleicht auch gebraucht. Manchmal. Bist du frecher gewesen als Kind? Ja, nicht vor allem. Ich habe es oft vielleicht an eine Limite also auf das gesetzt. Oder? Ich sage irgendwie, ich habe es gepusht, wie weit geht es und dann bis halt Mutter geplatzt ist. Oder? Also Platz in dem Sinn. Sie hat jetzt nicht irgendwie. Sie halt irgendwann einmal, oder? Ja, aber das gibt's. Ich glaube, jedes Kind tut das oder die meisten Kinder tun das ausnützen oder versuchen. Ich war so ein Kind. Ah gut, dann bin ich auch beruhigt, weil ich denke, ich bin eher auf der Seite von der Minimalistin gewesen und meine Mutter ist sehr Perfektionistin und alles so hätte es sein müssen. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht gibt es auch einen einfacheren Weg, ans Ziel zu kommen. Du bist 8, als du mit deiner Mutter aus der Tschechoslowakei, der damaligen, in die Schweiz gekommen bist, auf Trüebach im Rheintal. Und da hast du eine Erinnerung dran. Wie war das für dich als junges Mädchen aus einem fremden Land in der Schweiz auf Trüebach? Ich habe kurz mal geschaut, was Trüebach so gibt. Es gibt nicht so wahnsinnig viel. Ja gut, das ist am schwierigsten ist die Sprache natürlich, die Barriere am Anfang, weil ich habe nebst Danke, Bitte gerne nicht können, oder? Und bin ich die ersten 3 Wochen in die Sprachschule gegangen und dann waren gerade auch noch Herbstferien gewesen, oder wir sind im September gekommen und dann bin ich direkt in die Schule und dann habe ich die Nacht vorher fast durchgeheult, oder? Ich so, ich will nicht in die Schule, ich verstehe ja nichts und ich kann das nicht und ja, aber ich glaube, das war auch der härtere Weg gewesen. Und nach 3 Monaten habe ich die Sprache gelernt und nach einem halben Jahr hat niemand mehr gewusst, dass ich keine Schweizerin bin, oder? Wahnsinn. Von dem her ist das eigentlich sehr schnell gegangen und ich bin Mathe habe ich am liebsten gehabt. Da hast du nur Zahlen aufsetzen und Diktat hast du auch noch auswendig lernen. Das ist auch noch alles, was ich konnte, im Kopf und vorbereiten. Das ist eigentlich sehr gut gegangen. Und wenn du einen Aufsatz hast müssen schreiben und keinen Wortschatz hast, also wird es ein bisschen kompliziert. Hast du nicht Heimweh gehabt im Alter, wo du in die Schweiz gekommen bist? Ja, sicher, da hat man Heimweh, weil ich habe meine Freundinnen und mein Leben auf dem Tennisplatz gehabt. Und bis man das wieder neu gefunden hat oder gefunden, die Verknüpfungen, man muss sich auch ein bisschen dann können in das versetzen, okay, ich muss jetzt die Sprache lernen, plus das soziale Umfeld, oder, wo mir genommen worden ist. Und aber eben, sagen wir, das hat man ja dann schnell als Kind, oder? Nach 8 Stunden in der Schule irgendwie Deutsch hören oder Schweizerdeutsch, dann lernt man das viel schneller in dem Alter. Und dann hast du aber die ganze Zeit dann natürlich Tennis gespielt, vor allem Tennis gespielt. Hast du überhaupt Zeit gehabt, soziales Umfeld aufzubauen und ein Kindheitserleben, wie andere Kinder das auch machen? Ja, ich sage mal, das Tennisspielen habe ich schon damals schon gelernt, oder? In die 5 bis 8, wo wir, da bin ich praktisch den ganzen Tag auf dem Tennisplatz gesehen, aber ich habe nichts anderes gekannt und wir sind 40 Kinder dort rumgerannt und ich habe das auch genossen. Wir haben meine Freundinnen dort gehabt und wir haben auch Räuber und Pol gespielt, wir haben Fangis, Versteckis, alles durchgemacht. Also das sind auch normale Kinder gewesen, dann und in der Schweiz ist dann so gewesen, wenn man geht in die Schule, am Nachmittag bin ich, habe ich 2 Stunden Tennis gespielt und dann haben wir, meine Mutter hat das einfach sehr gut gemacht und geplant, dass am Montag ist Schwimmen war, am Dienstag war Fußball am Abend, am Mittwoch Basketball oder im Sommer sind wir an den Wallensee rausgefahren. Also man hat immer 4, 5 Kinder oder mit den Eltern sind wir gegangen und hat es nachher eine Bratwurst gegeben. Aber ich habe immer noch das Trauma vom kalten See. Also, der Wallensee? Ja. Ist das kalt gewesen? Ja, also hast du schon ein schwimmen müssen. Und wir haben immer bis zum Inseli haben wir müssen schwimmen und zurück und es ist etwa eine Stunde gegangen. Was bin ich dort?
12, 13, ja. 15 gsi und ja, dann ist als Belohnung ein Glässe oder eine Bratwurst und ein Serval gsi, oder? Ja, und parallel hast du aber schon eine gewaltige Karriere gehabt. Also mit 12 bist ja du schon Junioren-Grand-Slam-Siegerin. Ich meine, hallo. Eben, ja. Andere Kinder können Glässe als essen der Bratwurst und du wirst gerade mal daneben eine der besten Tennisspielerinnen dieser Welt. Hast du das gecheckt damals als Kind, was da abgeht? Ja, es war eigentlich ein normales Leben für mich, dass ich die Junioren-Turniere gespielt habe. Es waren ja auch nicht so viele gsi in dem Alter. Ich meine, 7, 8 Turniere vielleicht im Jahr, wo andere 15, 20 spielen, oder? Aber ja, aber es ist, gleich. Es ist schon noch speziell. Ja, es ist eigentlich von dem her, manchmal wie, man hat müssen gut spielen. Die Turniere, die ich gespielt habe, ich habe natürlich auch die nationalen Turniere noch gespielt am Wochenende. Dort habe ich alle Filme, 4, 5 Matches manchmal über das Wochenende gespielt. Und die internationalen Turniere, ja, mit U14 war schon eine lässig gewesen. Das erste Mal Le Petit Sas in Tarbes. Und ja, bist auf der ersten Weltbühne. Eigentlich sind wie die kleinen Weltmeisterschaften damals gewesen. Und dort und vor 5'000 Zuschauern spielen, war das Highlight gewesen. Und ich habe das auch genossen. Also, es war auch schön gewesen, es nicht für dich Stress gewesen, eine Belastung. Stress war irgendwie das Training daheim. Und alles immer müssen, ja, irgendwie das, die Stunde mit der Dreiviertelstunde mit der Mama auf dem Platz, einfach kein Fehler und technisch perfekt und das. Und nachher hatte ich meine Freiheiten ja auch. Gehabt. Aber die 45 Minuten mit ihr, das sind, ja. Eben, es war deine Mama und deine Trainerin gewesen. Also, es ist ja, eine schwierige Doppelfunktion eigentlich. Ja, aber es ist doch auch etwa die, vor allem auf der Frauentour damals, ist immer ein älterer Teil dabei gewesen. Und es ist jetzt auch wieder bei den Russinnen oder Russen viel, auch dass Mutter doch auch einen grossen Aspekt hat. Und das hat eure Beziehung nie belastet in dem Alter? Ja, klar hat man seine Auseinandersetzungen. Ja. Und, aber das ist, glaube ich, die beste Familie. Du bist ein Teenager daneben, oder? Also ein Teenager rebelliert doch auch. Das tut er. Aber das tut er neben, wenn du in die Schule gehst. Oder das, ich glaube, das ist überall so vorhanden. Und bei uns ist halt auf dem Tennisplatz das ausgetragen worden. Aber wir haben es alle selten mit heim genommen. Das ist alles alle dort auf dem Platz geblieben. Und wir haben alle das Problem, wie wir dort vor Ort können lösen können. Und es ist nie eigentlich am Abend dann auch noch thematisiert worden. Man hat, es hat sich immer das Leben ums Tennis gedreht, das ist ja so, aber es war nicht mehr ein Problem gewesen dann. Hey, und du hast ja etwas erreicht, oder ihr habt zusammen etwas erreicht, etwas Unglaubliches. Wir haben das Bild, wie du da zu Wimbledon, sagt man dem Pokal oder sagt man dem Schüssel, oder wie sagt man dem? Ja, Schüssel. Keller, oder? Das ist schon ein Schüssel, das ist so. Ja, Keller, ja. Da, in der höchsten Strecke als jüngste Wimbledon-Siegerin, was im 20. Jahrhundert gab. Das finde ich noch lustig, wenn man das recherchiert. Es hat schon mal eine Jüngere gegeben, 1884. Ja, doppelt bin ich dann noch jünger gewesen. Doppelt bist du noch jünger gewesen, genau. Aber es war lässig, als ich da gewonnen habe. Das war das Einzel, das das gemacht hat. Ja, aber bei ihr, sie war ja 15 und sie hat ja dürfen das Kleid unter über die Knöchel tragen. Und die anderen haben ja ein längeres Kleid gehabt, oder? Der Rock bis an Knöchel. Aber das ist, ich denke, das ist ein bisschen der Vorteil gewesen, dass sie hatten. Sie können schneller auf dem Platz rennen. Aha. Aber ich habe das Kleid, das sie hatte, hat auch abprobiert. Es gibt noch so Fotos von dem. Ja. Ich habe reingepasst, dann bin ich auch noch schon. Und das war herzig gewesen. Ja, aber ich denke, es hat sich sehr entwickelt. Mhm. Von der Lotti dort, also 1887, glaube ich. 84 oder ja, einfach in dieser Gegend, also und, sehr lang. Ja, bis zum meiner Generation, ja. Mhm. Hast du realisiert, eben, du bist im Doppel, bist noch 15 gesehen, da bist 16 gesehen dann, wo das passiert ist. In der Zwischenzeit hast du mal noch Steffi Graf vom Platz gejagt, wo damals die Nummer 1 war. Also Steffi Graf war für mich so das Idol gewesen. Und dann kommt plötzlich Martina Hingis. Ich weiss, ich bin damals ein junger Mann und habe gedacht, hä, was ist jetzt da gerade passiert? Hast du damals realisiert, was da passiert ist? Gut, ich war sehr erfolgsverwöhnt, schon in den jungen Jahren, eben, weil ich halt die Juniorenturniere gewonnen habe, war die beste Juniorin. Ja. Und die Transition ist eigentlich sehr schnell verlaufen. Oder? Ich habe vielleicht ein Jahr lang bin ich zwischen den Stühlen und Bänken gesessen, so zwischen dem Rang 15 bis 20 und bin nicht weiter vorwärts gekommen. Aber dann ist der Sprung dann ziemlich schnell gegangen und ja, wir haben noch ein bisschen härter und noch ein bisschen mehr trainiert. Ich bin dann physisch stärker geworden und dann habe ich die ersten Turnier gewonnen. Oder in Filderstadt war eigentlich mein erstes Turnier damals mit 16. Und, das ist Wahnsinn. Ja, es ist eigentlich Schritt für Schritt eigentlich aber nie Basis. Also selbstverständlich für dich? Also für mich ist es nicht selbstverständlich. Ja, es ist auch gewesen. Mein Leben ist einfach aus dem Bestand. Hat und aus ausgerichtet gesehen eigentlich auf einen Erfolg am Schluss. Genau, und ich habe auch nichts anderes gekannt. Von dem her bin ich eben, wie gesagt, sehr erfolgsverwöhnt gewesen. Und Niederlagen hat es eigentlich selten gehabt. Und die gewesen sind, die paar, die haben auch dürfen sein, oder? Das ist ja, ich habe viel mehr Druck gespürt, als ich das zweite Mal bei der French Open als Juniorin gewesen bin, wo ich habe wie müssen beweisen, nochmal zu gewinnen. Oder ich habe auch letztens so Fragen, ja, es ist, ja, aber hast
wo auf Tour gekommen bist, oder? In Zürich, mein erstes Turnier. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich ja viel weniger Druck gehabt. Was willst du mit 14? Ich kann ja noch gewinnen. Also, selbstverständlich, natürlich. Ja, aber ja. Jetzt, ich meine, die andere war 30 von der Welt und ich irgendwie 600. Ich habe noch fast kein Ranking gehabt. Also dann darf ich ja verlieren. Und ich habe gewonnen, also umso besser, oder? Und wenn ich entweder, ja, ich habe viel auch eben die Match noch dürfen bestreiten, Interclub. Mhm. Und dort habe ich ja schon gegen Meredith McGrath und Manuela Zardo und all die Topspielerinnen, die 25, 30 von der Welt gewesen sind. Und ich konnte sehr gut mitspielen und manchmal auch gewonnen. Ja. Darum habe ich gewusst, eigentlich habe ich ja, muss ich ja keine Angst haben. Und wenn ich verliere, dann ist es nicht so schlimm. Und du bist 17 und bist Welt Nummer 1 geworden. Auch wieder die jüngste Welt Nummer 1, die es je gegeben hat im Frauentennis. Also ich kann mir das vorstellen, im Alter, wo andere, also heute machen Selfie und früher ist man halt einfach ein Teenager gewesen und hat noch Pickel ausgedrückt in dem Alter. Im Alter, wo andere sich mit Pickel ausdrücken beschäftigt, bist du die Welt Nummer 1 im Frauentennis. Also das ist etwas Unglaubliches. Läuft man da nicht Gefahr, dass man abhebt in so einem Alter? Ja, das hat meine Mutter schon geschaut, dass man, eben wenn man auf den Rübach zurückkommt, dass man nicht abhebt. Es war schön gewesen, sie haben mal so eine Welcome Home Queen, oder wie heisst das? Wie? Homecoming Queen. Ah, genau. Homecoming Queen, ja. Das haben sie auch mal so gemacht. Ja. Dann sind wir mit dem Cadillac über Trübach auf eine 2, so Oberschanze, eine Runde gemacht, in so Pink Cadillac. Ja. Aber dann kommt das normale Leben und irgendwie trainiert und nebendran haben wir eine Kühe gehabt, die Glocken geschwungen haben und Zuschauer sind. Oder? Es ist wirklich aus diesen Millionenstädten, wenn du heimkommst auf Trübach, wo irgendwie 2.000-3.000 Einwohner hat, sind es halt schon Welten. Und Rheintal ist damals halt schon auch noch ein bisschen eine ganz andere Welt nochmal gesehen. Ja, kann man auch sagen. Das, aber hat das hat ja auch das ist ja wirklich das gute Eile dran gewesen, oder? Dass man dort hat können wieder zurückkommen, wieder aufbauen und mit neuer Motivation dann wieder an die nächsten Turniere und Daten aufbrechen. Mhm. Aber es hat eine Phase gegeben, dort bist du um die 19 gewesen, 1999 ist das gewesen, wo man dir vorgeworfen hat, jetzt sei ich abgehoben, jetzt sei ich arrogant geworden. Dort, wo du angefangen hast, so Frauen beleidigen, wo du das Gefühl hast, die sind zu männlich. Ach, gut, das ist vielleicht der falsche Wortschatz gewesen. Ich bin diplomatisch nicht... Nein, du bist nicht ganz diplomatisch gewesen. Hast ja, aber ich habe es ja im guten Sinn gemeint. Ich habe mich dann auch bei ihr entschuldigt und habe gesagt, ja, es ist eigentlich im guten... Ich meine, das ist schon... Also männlich ist also, ja das sportlich. Also, du mal erklären, wie man das gut meinen. Wie man es gut kann meinen, dass sie einfach stark und sportlich ist. Hast du das wollen sagen eigentlich? Ja. Oder hast du so ein Mannsvibe, hast du mehr oder weniger gesagt, kann sein, oder? Nein, das stimmt nicht. Sie ist irgendwie männlich in dem Sinn von der Stärke her. Ach so, hast du das gemeint? Ja. Und es ist ja total verdreht worden. Ja, aber es war ein schwieriges Jahr gewesen. Also jetzt rein so imagemässig, weil dort hast du auch noch mit der Williams-Schwester hast du auch noch Lampen gehabt. Weil das ist auch noch beleidigt. Also, haben sie ja sehr... umtreiben. Also Lampen habe ich überhaupt nicht gehört. Er ist ja an meine Pressekonferenz reingeschaltet und hat gesagt, ja, irgendwie das und das und so. Und so, das ist ja mehr um den Rassismus gegangen. Ja, ja. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Sie haben ja untereinander nicht gegeneinander gespielt. Und das ist einfach ein unfair game, wenn die einen und die anderen einfach nicht auftreten. Ja. Und sie 10 Minuten vor dem Match einfach nicht spielt. Schon speziell. Das ist speziell, ja. Aber nervt das, wenn dann eben nein, das Gefühl hast, es war ungerecht und nicht gerechtfertigt, weil du bist halt eine sehr exponierte Person, also Nummer 1, oder? Und alles dreht sich dann eben um dich. Ja, ich würde sagen... mit 19. Ja, man wird einfach... Das Wort oder das eine wird einfach aus dem Kontext rausgenommen, oder? Ja. Und man wird dann einfach sehr empfindlich, das ist so, oder? Ja. Und dann ist ja klar, dass man sich dann zurückzieht und nachher einfach weniger ist mehr, oder? Aber sag mal, oft habe ich es ja gerne nicht so gemeint, wie es dann rausgekommen ist, oder? Und das, man wird ja immer gerade das Erste wird zitiert und sonst hast du nur noch Ping-Pong nachher. Und du bist jung gewesen? Du bist sehr ja, jung sicher gewesen. Bin ich sehr jung gewesen und habe auch mein Revier verteidigt zum Teil. Ja. Wenn sie immer schwätzen, William Schwester, sie wäre das Nummer 1 und ich bin noch das Nummer 1, dann würde ich meine Position auch nicht abgeben, das ist ja klar. Ein bisschen stutenbissig, kann man sagen. Bitte? Stutenbissig, würde man dem sagen. Wenn man es so will sagen. Würdest du das heute noch gleich machen oder bist du heute gelassener? Ja, aber es ist... Ja, ich denke, gewisse Sachen schon. Nicht den Wortschatz würde ich natürlich ändern. Aber in der Sache würdest du genau das Gleiche machen? Mit einem anderen Kontext, ja. Schon? Ja, ich denke, ich habe in diesen Sachen nichts falsch gedacht und nichts Böses gedacht. Ja. Ja. Ich denke mir so, ich habe immer gedacht, Taten oder Worte sollen auf dem Platz dann bereinigt werden und Resultate reden für sich und nicht irgendwie etwas aussagen, sollen mal als erste Grand Slam gewinnen und dann können sie sagen, sie werden jetzt Nummer 1. Das ist also meine Meinung und wir haben immer dem Zitat, das Zitat verfolgt und das auch gelebt. Mhm.
Aber das ist amerikanisch nicht immer so. Das kommt nicht genau weiss. Gleich. Genau. Und du bist ja eben blutjung damals, wo du alles erreicht hast und so jung warst, dass du mit 22 hast, können dir leisten, zurückzutreten. Du bist zurückgetreten vom Sport eigentlich und die ganze Welt hat sich gefragt, was macht die junge Frau jetzt? Mit 22 schon alles erreicht, wirklich absolut an der Spitze gewesen. Hast du dir die Frage damals auch gestellt, was mache ich jetzt? Gut, das ist eben Motivation, ist dann immer, wenn wir alles gewonnen haben, nebst einem French Open, ja. ist natürlich dann ja, die Motivation, sich immer wieder neu zu erfinden. Das finde ich ja unglaublich beim Rutscher, dass er den Biss und den Willen hat, sich irgendwie abzukrampfen, jedes Jahr wieder aufs Neue. Oder? Aber spielt immer noch Tennis? Ja, ich spiele auch gerne Tennis. Aber ja, aber du hast ja mal aufgehört und gut, später bist du nochmal zurückgekommen. Bist du nochmal zurückgekommen, ja, aber du hast gleich gedacht, aufhören ja, mit 22. Ja, etwas, oder, klar, man will manchmal auch etwas anderes erleben, oder? Das ist auch, wenn einfach einmal der Körper nicht mehr so funktioniert, ja. Dann macht der Kopf nicht immer mit und hat dann meine Ferien ein bisschen in Engadin und am Bodensee verbracht. Und das ist doch langweilig, wenn man mal so ein Leben gehört, wie du es gehabt hast. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Oder? Mit der Zeit will man neue Herausforderungen ja. Oder die Challenge. Und meine Welt ist einfach das Tennisspielen gewesen und ich habe immer gerne Tennis gespielt. Ja. Das mache ich heute noch gerne. Und darum habe ich dann gesagt, mit 25 werde ich es noch mal wissen. Ja, und dann hast du noch mal gespielt und dann bist du wieder weggegangen. Und dort hat es ja noch einen kleineren Skandal gegeben, wo du weggegangen bist. Dort bist du nicht ganz freiwillig weggegangen, kann man sagen. Also ich nein, sage ich, okay, ich habe ja auch, wahrscheinlich dieses Jahr hätte ich sowieso aufgehört. Im 2007? Ja, ja. Weil ich habe meine Leistungen nicht mehr gebracht und ich habe... Bist du immerhin nochmal Weltsechste geworden, also immerhin, Entschuldigung. Ich war nicht mehr bereit, um das alles zu opfern, oder? Und ja. Das habe ich auch im Film gesehen von Borg oder? Gegen McEnroe. Ja. Wenn du einfach das Gefühl hast, willst du das nicht mehr bringen, oder das, was eigentlich für das müsstest du noch machen, vom physischen her, vom Tennis denke ich, hat immer noch gelangt, oder? Mhm. Aber vom physischen her, das tägliche, die... Ja, sagen wir Sacrifice, wo du die Opfer bringst, oder? Ja. Und das habe ich einfach nicht mehr wollen. Und dann sage ich, okay, wenn du die Chance nicht mehr hast, Grand Slam zu gewinnen oder Turnier zu gewinnen, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht mehr da, dann höre ich lieber auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es ist ein, blöd, ist ein blöder Abgang. Abgang sicher, gewesen, ja, das haben die sicher nicht wollen. Und das habe ich auch nie bewusst habe ich gesagt. Das habe ich nie eingenommen und das war auch nie so gewesen. Ja, ja, aber im Hinterkopf ist klar, ich will dann aufhören. Aber nachher ist eben, das ist ein Dopingprobe, das ist eine positive Dopingprobe. Also drei Monate später. Ja. Und man hat gesagt, du hättest Kokain gehabt. Und das ist... Ja. Das ist blöd, als Abgang. Ja, das ist so ein Stempel, den man nachher hat. Dazu schon gesagt, aber es ist sicher nie... Ich denke, welcher Sportler, oder wenn du weißt, dass eigentlich in Wimbledon getestet wird zu 100%, wer würde es schon in dem Moment nehmen? Also ich hätte es vorher oder nachher können nehmen. Und wer also wärst du ein dumm gewesen, wenn du es gemacht hättest? Ich denke schon. Und es gibt ja, also sicher nicht. Und sicher nicht zum besten Tennis spielen. Mhm. Das Fiese ist ja, jetzt hat man gerade die besten Sportlerinnen und Sportler von den letzten 70 Jahren gewählt bei den Sport Awards in der Schweiz und man hat dich nicht eingeladen dort. Genau wegen dem. Weil man gesagt hat, ah, du bist mal mit Doping behaftet gewesen, hast eine Sperre gehabt, hast ja dann zwei Jahre nicht dürfen spielen. Hat dich das geärgert? Ja, sicher habe ich das persönlich genommen. Ja, weil ich denke, es ist ein schwarzer Fleck in meiner Karriere. Ja, den gibt es, den kann ich nicht ausradieren. Aber es geht ja nicht um die 20-jährige Karriere, die ich hatte. Und vor allem sicher nicht im 97, wo ich Sportlerin des Jahres geworden bin. Hat mit dem weit und breit nichts zu tun. Ja. Aber das ist aber so. Aber wie gehst du schon mit so einem Ärger? Das ist ja wirklich ein Frust, glaube ich. Du hast so viel gemacht für das Land. Du hast so viel erreicht für die Schweiz. Du hast die Schweiz wirklich noch vor dem Roger Federer auf Tennis-Weltkarte gebracht. Und nachher kommt so etwas, dass man dich einfach nicht einmal einladet und nicht einmal der Städte sein. Ja, Sachen gibt es, aber das thematisieren will ich es auch weiter nicht, weil es geht mein Puls wahrscheinlich auf 360 und das also will ich lieber nicht. Es hat dich recht aufgeregt in dem Fall. Ja, ich war enttäuscht gewesen, so von der Situation, wie man irgendwie so etwas kann beurteilen und irgendwie zunichte machen, 20 Jahre Karriere wegen etwas, wo ich einfach dahinter kann stehen und sage, ich habe einen Test gemacht, der 100% negativ war und den haben wir nicht angenommen und viele andere Sachen. Ja. Was hast du das Gefühl, mit was hat es zu tun? Wäre Roger Federer das Gleiche passiert? Ah, das weiss ich nicht. Oder Vreni Schneider, der am Schluss der Titel geholt ja nicht, hat, wo passiert, du kennenholen von dem her. Ja, aber hat es mit dir zu tun als Person? Was denkst du? Oder ist das jetzt einfach, weil man gesagt hat, ja, das sind halt Gesetze und wir sind in der Schweiz und wir müssen uns an die Regeln halten? Das müsstest du auch das Gremium fragen, oder? Das ist ja die Gesetze, die sie halt in dem Moment gemacht haben und die muss ich akzeptieren und es ist so. Hast du das Gremium nicht gefragt? Du hast nicht angeläutet und gesagt, Spinnen dran? Sie haben mir angeläutet. Und dir das eröffnet? So ist es. Und dann? Ja, das komm, hat sich wie reagiert man das? Ich war Gott erdenfrucht. Ich weiß nicht, ob ich in der Situation richtig reagieren könnte. Wahrscheinlich würde ich den Hörer wegschmeißen und würde ausflippen.
Ja, ich konnte das nicht nachvollziehen, das ist klar, im ersten Moment. Aber ich musste es akzeptieren. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen, weil es ist, ich denke, auf eine Art auch respektlos, oder? Aber das haben sie ja gesagt, es ist ja nicht gegen mich oder gegen aus verschiedenen Gründen. Aber, man nimmt es gleich persönlich, oder? Das ist so, ja. Ja. Du findest es respektlos? Ja, zum Teil schon, ja. Ist die Schweiz ein bisschen undankbar dir gegenüber? Ja, was meinst du? Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Ich denke, in den letzten 10 Jahren ist das eigentlich sehr gut, hat sich das eigentlich geändert und gewendet zum Besseren. Aber früher war es ein bisschen so, gewesen, ich das Gefühl gehabt. Ich denke, ich war manchmal vielleicht missverstanden gewesen, aber nicht, wie sagst du, irgendwie, wo du vorher gesagt hast, ja, das junge Mädchen, das da kommt und man versteht ihr Spiel nicht, oder? Mhm. Wie kann sie jetzt die Powerspielerinnen übertrumpfen mit so einer Zierlich? Sie ist jetzt nicht die Schnellste, nicht die Athletisch, ja. Nicht die Beste, aber ich bin doch eigentlich die beste Tennisspielerin gewesen. Ist die beste Tennisspielerin gewesen, ja. Und das 4 Jahre Tennis ist ja immer noch schön, ohne Unterbruch, oder? Dass es ein Spiel ist, oder? Ja. Und von dem her denke ich, das hat es vorher und nachher nicht gegeben. Mhm. Und jetzt kommen wir langsam wieder, dass das Tennis auch ein Spiel wieder wird, auch bei den Frauen. Aber dass die Umbängelerei, oder? Wenn ich sage, ist manchmal einfach auch dumm, oder? Und dass mein Spiel ein Schach war, das hat man lange eigentlich nicht verstanden. Und ich denke, mittlerweile versteht man es auch und darum kann man es auch besser akzeptieren. Mhm. Aber du hast dich lange nicht genug akzeptiert gefühlt oder nicht genug anerkannt gefühlt? Nein, ich habe mein Leben gelebt. Das ist ja irgendwie, es ist ja in Asien oder in Australien bin ich wie eine Heldin gewesen, oder? Mhm. Und in Amerika und überall bin ich, also in meiner Welt bin ich ja sehr akzeptiert gewesen und das ist Genugtuung für mich. Mhm. Bist du manchmal eifersüchtig, wenn du siehst, wie ein Roger Federer gehuldigt wird in der Schweiz und wie du das nicht erlebt hast im gleichen Mass? Ah, nein, aber es braucht ja immer ein bisschen so, sagen wir mal, Türöffner, oder? Und das bin ich halt damals gewesen. Und sicher ist es für den Roger oder Belinda oder die, die nach mir gekommen sind, einfach gewesen. Aber ich glaube, die anderen hinter mir können ja noch mehr jummern. Die, die noch vor dir gewesen sind? Vielleicht. Ja, man kann leben mit dieser Rolle als Türöffnerin. Ja, heute auf jeden Fall, ja. Es ist sicher kein einfacher Weg gewesen, oder? Auch, sagen wir mal, sponsorenmässig und all die Sachen, die jetzt nachher viel offener geworden sind, auch für, sage ich mal, allgemein Schweizer Sportler, oder? Wo dann, wenn es einfach einen Weltsportler jetzt gegeben hat und global auch und einen Rang und Namen hat und, sage ich mal, gross kann auftreten, oder? Und viel kann erreichen. Und das ist sicher in der Schweiz einfach früher, ja, einfach im Skifahren oder im Fußball und im Hockey gewesen. Und das ist sicher in vielen Sportarten jetzt viel offener geworden, oder? Also die ersten, denke ich, hat immer so die gegeben, wo jetzt auch im Hockey, in der NHL sehr schmal, der Fußballer, der ja, nicht nur in der Schweiz, aber international erfolgreich sind. Und ja, es ist so ein, glaube, ein Boom geworden. Ja. Mhm. Dass man einfach mit Sport Geld verdienen kann. Ja. Ja. Dass es einfach Profisport gibt. Und vorher war es wirklich Hobbysport, gewesen, sagen wir Amateursport. Hobby, ja. Dass man nebst dem Arbeiten irgendwie kann, noch ein bisschen Hobbysportler und vielleicht dann doch irgendwie an eine Olympiade oder Weltmeisterschaft ankommt aus der kleinen Schweiz. Aber dass die kleine Schweiz einfach auf der Weltkarte dann gekommen ist, dass wir einfach die Besten werden können. Und es hat jetzt so viele Weltmeister in der Schweiz, oder? Wenn man die Sportler auch immer wieder anschaut, es hat so verdammt viele gute Schweizer Sportler. Absolut. Und du bist jetzt eine rüstige Frühpensionärin, kann man sagen. 40. Was machst du mit dem Rest von deinem Leben? Fällt dir der Kick nicht? Ja, manchmal schon. Klar haben wir irgendwie so Rückfälle, wo man sagt, okay, ja, all das, der Raum und all diese Sachen, der Luxus, wo man irgendwie daheim hat, man ja den, oder? Aber das, einfach das Weltleben, oder? Dass man ein bisschen in die Welt raus kann und etwas erleben kann. Das ist im Moment aber für alle nicht so, gell? Also es ist nicht nur für mich, aber aber ich glaube, da haben alle Sportler ein bisschen Mühe, wenn ihre Karriere zu Ende geht. Oder? Dass man sich wieder neu findet und neue Herausforderungen und neue Aufgaben hat. Immerhin bist du verheiratet, glücklich verheiratet. Ja, immerhin, gell? Habe ich es geschafft. Mit dem Harald Lehmann und mit der Tochter, mit der Lia, wo glaube eine grosse Aufgabe hast für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon jeden Tag aufs Neue, wie ich gesagt habe. Das ist eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe und an einer Beziehung muss man jeden Tag arbeiten. Ist es harte Arbeit? Zum Teil schon, aber es gibt auch sehr schöne Momente. Zum Glück. Das ist Martina, aber, glaube ich, allen so. Weißt du, was unschweizerisch ist? Du auch, oder? Jetzt willst du bei mir arbeiten. Ja, du, die Zeit ist leider und wir müssen auf. Ja, es ist ein Krampf. Da gebe ich dir recht. Aber weißt du, was unschweizerisch an dir
ist, was ich extrem schätze. Du bist so offen. Das ja, das hat mich eben manchmal in Verlegenheit oder in Probleme gebracht. Das ist vielleicht auch noch mir macht's Freude. Ich glaube immer als gute Mensch. Mir macht es Freude. Danke vielmals, Martina Hingis. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich hier in der Stube zu haben. Ja, hat mir auch gefallen. Menschenrohr gibt es wieder in einer Woche. Bis dann. Tschüss zusammen.